heute unterhalten wir uns mal über Nierensteine, vor allen Dingen über den Unterschied zwischen dem Calcium-Oxalatstein und dem Harnsäurestein. Ein ganz spannendes Thema. Mein Name ist Claudia Bignon und ich bin Ärztin für Notfallmedizin. Und wenn ihr keins meiner Videos jemals mehr verpassen wollt, dann könnt ihr eben noch auf den Abonnieren-Button klicken. So, fangen wir mal mit der Symptomatik an. Hier habe ich einen Patienten mitgebracht mit einem grünen T-Shirt, der greift sich so hier in die Flanke und hat offensichtlich eine Nierenkolik. Eine Kolik ist folgendermaßen definiert. Es sind Schmerzen, die kommen und gehen. Patienten wissen nicht, ob sie stehen oder liegen sollen und sind also sehr umtriebig vor Schmerzen. Und hier sieht man auch schon in dem Bild, dass der Patient einen Nierenstein hat, der im Begriff ist, in diesen Harnleiter abzugehen. Und das drückt und es gibt einen Harnrückstau in die Niere. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. So, hier gucken wir uns das auf der rechten Seite nochmal live und in Farbe an. Kurze Rekapitulation der Harnwege. Wir haben also hier die Niere, das Nierenbecken, da finden wir die Steine und die gehen dann ab und wursteln sich hier durch den Harnleiter, durch den Ureter in die Blase. Und schön wäre es, wenn sie dann auch über die Urethra, die Harnröhre, irgendwann rauskommen, aber das geht nicht immer so. So, fangen wir mal mit den häufigsten Steinen an und das sehen wir hier oben im Bild. Das ist ein Calcium-Oxalatstein, den 1 Cent, den legt man nebendran, einfach um mal die Größenverhältnisse darzustellen. Und so einen Calcium-Oxalatstein, den kann ich auch hier in ganz links, seht ihr ein Ultraschallbild, in dem Ultraschallbild sehen. Zur Orientierung, wenn ihr euch mal diese Niere hier rechts, wenn ihr die euch vorstellt, um 90 Grad gedreht, also hier haben wir das Parenchym und da haben wir das Nierenbecken und wenn wir das jetzt hier um 90 Grad sehen, dann sehen wir hier auch wieder zur Orientierung die Niere mit dem Parenchym, okay, und hier sehen wir einen Stein, der ziemlich zentral liegt und wo die Niere ist hier ausgemessen, das ist hier mit den Kreuzen, da sieht man hier, so breit ist die Niere und der Stein liegt zentral und was immer beim Stein zu sehen ist, ist der sogenannte Schallschatten, seht ihr hier diesen dunklen Schatten, da wird einfach der Ultraschall ausgelöscht hinter dem Stein. Und deswegen Ultraschall trifft auf den Stein, wird hier reflektiert und danach kommt die Auslöschung. So viel zum Calcium-Oxalatstein. Calcium ist in Milchprodukten enthalten. Also die Nahrung wäre hier also das Milchprodukt und dann kommt es zum Calcium-Oxalatstein. 80% aller Steine. Die anderen knapp 20% sind Harnsäuresteine. Harnsäure produziert der Körper, wenn wir sehr viel Fleisch essen. Dann erhöhte Harnsäure führt zur Gicht und kann auch zum Calcium-Oxalatstein führen, zum Harnsäurestein führen. Und nicht wie bei diesem Stein ist jetzt der Harnsäurestein wohlgemerkt, kann man nicht im Ultraschall sehen. Da machen wir jetzt so ein IV-Urogramm, das heißt, das Kontrastmittel wird in die Vene gespritzt und nach ungefähr 12 Minuten, das sieht man hier unten, ist das Kontrastmittel dann über die Blutwege auch in die Niere gelangt und man sieht, also es ist schon hier im Pylon, im Nierenbecken, man kann hier den Harnleiter nachverfolgen. Kontrastmittel ist auch schon in der Harnblase angekommen. Das ist jetzt ein Normalbefund. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass es hier schwarz ist. Also, dass quasi das Pylon nicht komplett mit Kontrastmittel ausgefüllt ist. Also, wenn jetzt hier der Stein sitzen würde, dann hätte ich ja da eine Aussparung. Und wie gesagt, da die Harnsäuresteine nicht im Ultraschall zu sehen sind, muss man also diesen Weg hier gehen und dann sieht man, wenn da die Aussparung ist, ah, da ist ein Stein. Was ich euch noch mitgebracht habe, ist hier
dieser Doppel-J-Katheter, das kann man als Schienung einführen über diesen Weg. Wir gehen über die Urethra da rein und dann legt man diesen Doppel-J-Katheter. Das könnte dem Stein helfen, dass er abgehen kann. Was man auch versuchen kann bei den Harnsäuresteinen ist, das müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Bonbon abzulutschen, dass man Medikamente gibt, dass der Stein immer kleiner wird, dass der dann so abgehen kann. Diese Steine, das kann man sich vorstellen, wie ein Stück Kreide. Wenn ich da drauf trete, dann zerbröselt das ja in viele kleine Kreidestückchen. Und die Therapie ist die ESWL, das schreibe ich euch unten nochmal rein und verlinke das. Die ESWL ist die extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie. Litho, der Stein, Tripsie, Zertrümmerung. Extrakorporal ist außerhalb vom Körper. Also man legt sich unter diesen Zertrümmerer und der gibt Stoßwellen ab. Hier in diesem Bereich, wo der Stein sitzt und dann wird der zertrümmert und mit viel Trinken können dann die kleinen Stückchen hier wieder durch den Harnleiter abgehen. Also wenn wir hier einen zertrümmerten Stein haben, dann kann dieser Grieß, der da entsteht, auch den Körper wieder verlassen. Wenn euch meine kurze Zusammenfassung gefallen hat, dann freue ich mich über Daumen hoch und hier gibt es auch gleich noch den Abonnieren-Button. Im Moment ist ja Vorbereitung auf diverse Prüfungen angesagt und bitte schreibt mir doch in die Kommentare, welche Informationen ihr noch gebrauchen könnt und dann denke ich mir ein paar neue Videos aus, um euch weiterzuhelfen. Bis dann, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.